Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3 Reaper Souls, Reaper of Souls. Mit mir, dem Yoshi und dem Held, dem Hexendoktor, sitzen wir hier in dem, auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit und dann gehen wir mal weiter. Nichts Tapschi. Leider auch nichts Monsterchen. Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Dann mal hoffen, ne? Könnt ihr denn nichts alleine bewerkstelligen? Nein. Dann können wir die ganze Zeit ruhig sein. Nein. Zwei Akte aufgebaut. Oder zwei Abschnitte hier auch Meine Taschen sind voll. Kann ich das machen? Können wir noch welche im Boden töten? Das kommt auf alle Länder nicht, einfach. Sieht das hinten mal so aus, als würde man runterkommen. Seht ihr die Arme dort unten?
Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengefercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Ich brauche euren Dank nicht. Jetzt sind wir hier wieder runter. Und hier sind die zwei Runen. Mitten ins Herz. Ja, wir brauchen gleich den Rücken. Die Reise in die Ebenen des Wahnsinns hat es mir ermöglicht, eine neue Welt zu sehen. Eine Welt, die für sterbliche Augen fast schon zu mehr magisch ist. Die uralten Schlachtfelder sind vor mir. Alle Kanal Bestien der ich kann nicht mehr tragen. Sie ziehen endlos durch das Land und gedeihen an den Überbleibseln der Magie vergangener Schlachten. Und dann? So, das war wieder falsch. Nehmen wir zurück. Nochmal. Ich muss zurückkehren. Ja, das müssen wir machen. Zurückkehren. Kommt der Staub wieder zurück. So, hier oben müssen wir hin. Zu dem Verkäufer. Den da. Was? Und schon mal die ganzen Sachen getroffen, die wir nicht gebrauchen können. Können wir ja jetzt seelenmutig oder quasi-mutig wieder zurückkehren. Ja. Und da die Sachen entfallen lassen, hat der vierte Gelbung oder der vierte wirklich nicht los. Aha. Ja. Ja. Und wieder. Euer Untergang ist besiegelt. Ja. Jetzt hab ich das nicht. Ich habe nicht genug Mana. Ich
den schnellen Mitteln. Von die Bären. Verlangsamen geht auch gut. Das ist hier mit Heilen mit auch gut. Dann gibt es hier nochmal diese kleinen Minen, die vielleicht noch zu unterstützen gefunden werden können. Die Pfeile sind auf jeden Fall gut. Und das Tod ist normaler für die Kunde werden, wenn man mal einen Boss-Bomb hat oder wenn man mal einen Hard-Knopf hat, dass das ist mit meiner. Sollte man das aufstellen? Nicht das hier. Also ich meine, mittlerweile kennt ihr das hier. Und wir gehen mal hin. Sieht wieder anders aus? Ne, ja, sieht genau so aus. Geht die Gold noch besser? Also, ich brauche mehr Mana mehr Zeit. Nein, aber die sollen ja richtig gut schaden lassen können. Ich hab schon einen Betrieb auf jeden Fall. Kehr zurück. Ja. Wenn du bereit bist, das ist die Hütte. Ich bekomme deine Kraft zurück. Boah, Alter. Sieht mal raus. Aber die Hütte ist gut. Ich werde das jetzt so machen. Ja, dann muss man das halt so schaffen. Bin ein bisschen angeschlagen, deswegen ein bisschen leise Stimme jetzt. Aber, Leute, ich kann das auch nicht machen. Ja,
brauche mehr Zeit. Hilfe. Ich bin geheilt. Ich wurde geheilt. Er wurde also geheilt.
Tchau!